Es ist wieder Zeit für Ihre tägliche Dosis Information, heute am Donnerstag, dem 12. Mai 2022. Willkommen zum Regional hier bei Glück auf TV Mittelerzgebirgsfernsehen. Informationen aus unserer Region und für unsere Region haben wir wieder mitgebracht. Guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie auch heute Abend mit dabei sind. Die deutschen Exporte in die Russische Föderation sind im März 2022 im Zuge des Kriegs in der Ukraine und der gegen Russland verhängten Sanktionen eingebrochen. Das spüren auch Unternehmen in unserer Region sehr stark. Sind doch die wirtschaftlichen Beziehungen nach Russland hier wesentlich höher als in anderen Teilen Deutschlands. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, wurden Waren im Wert von 1 Milliarde Euro nach Russland exportiert. Das waren 58,7% weniger als im März 2021. Im Februar 2022 waren die Exporte nach Russland noch um 16,7% gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Große Rückgänge verzeichneten die Exporte von Maschinen, die gegenüber März 2021 um über 70% sanken. Und die Exporte chemischer Erzeugnisse, die um 40% gesunken sind. Importseitig war die Entwicklung gegenläufig zu den Exporten. Aufgrund von gestiegenen Rohstoffpreisen nahmen die Importe aus der Russischen Föderation nach Deutschland im März diesen Jahres um 77,7% auf 4,4 Milliarden Euro gegenüber März des vergangenen Jahres zu. Wichtigste Importgüter aus Russland waren Erdöl und Erdgas mit einem wertmäßigen Anstieg um 56,5% auf 2,4 Milliarden Euro. Die eingeführte Menge von Erdöl und Erdgas aus Russland ging im März diesen Jahres gegenüber dem Vorjahresmonat jedoch um 27,8% zurück. Weitere wichtige Importgüter waren Metalle sowie Kokerei und Mineralerzeugnisse. Alle Standorte des Landratsamtes Erzgebirgskreis, einschließlich der Jobcenter, bleiben aufgrund der jährlichen Personalversammlung am Mittwoch, dem 18. Mai 2022, für den Besucherverkehr ganztägig geschlossen. Ebenso findet am 27. Mai, dem Brückentag nach Himmelfahrt, kein regulärer Dienstbetrieb statt. In unserem Serviceteil wartet heute das Glück auf TV-Wetter wieder auf Sie. Wir schauen in die Polizeiakten. Doch jetzt widmen wir uns erst einmal der gesunden Ernährung mit Produkten vor unserer Haustür. Die Natur ist am Ergrünen. Auf den Wiesen und an den Wegen blüht es in allen Farben und Formen. Und da sind auch viele essbare Wildpflanzen darunter. Haben Sie schon mal von einer Buche genascht oder Gänseblümchen gegessen? Ach Mensch, Babette, super Wetter heute. Und wenn ich mich hier so umgucke, so langsam geht das mit den Bäumen auch los, dass die hier ausschlagen, ne? Ja, genau. Das ist ganz interessant. Den Baum, den wir gerade sehen, das ist nämlich die Buche. Und die ganz jungen Blätter der Buche, die sind essbar und schmecken ganz vorzüglich lecker. In Salaten oder auch so einfach vom Baum genascht. Das ist einfach mal ein Tipp von mir. Buchenblätter, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Das ist ja echt interessant, was hier alles zu verwenden geht. Die Buchenblätter, die schmecken leicht säuerlich und auch für die Kinder ist es eben eine Leckerei, denn alle Kinder lieben Sauerampfer und der Geschmack der Buchenblätter erinnert so ein bisschen an Sauerampfer. Wie lange kann man die denn pflücken oder ist das dann jetzt schon nächsten Monat vorbei? Ja, das ist eigentlich nur so 1-2 Wochen, wo die ganz frisch ausgeschlagen sind und dann danach werden die auch ganz schnell holzig und schmecken nicht mehr. Also in den nächsten 14 Tagen bis, sagen wir mal, Mitte Mai. Aber da kann ich einfach mal ausprobieren. Die haben jetzt nicht irgendeine Bitterstoffe, die anreichern, wenn ich da jetzt länger warte.
Nö, also man kann die schon noch essen dann im vorangeschrittenen Jahr, aber da sind sie jetzt so ledrig und holzig und gehen nicht mehr so auf der Zunge wie jetzt im Frühling. Und da gibt es ja auch noch andere Pflanzen, die jetzt um die Jahreszeit sehr häufig anzutreffen sind. Gerade hier, wenn ich nach unten schaue, zu unseren Füßen, das Gänseblümchen, oder? Genau, das Gänseblümchen oder die ausdauernde Schönheit, wie sie auch genannt wird, ist eine unserer ersten Blütenpflanzen im Jahr. Manchmal kann man die schon im Januar blühend auf Wiesen beobachten. Und das Gänseblümchen ist jetzt eigentlich auch sowas, was ich essen könnte? Ja, Gänseblümchen ist eine essbare Wildpflanze, kann in Suppen, Salate verwendet werden als Dekoration, als essbare Dekoration, ist aber auch, was viele nicht wissen, eine Heilpflanze. Echt? Oh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Welche Wirkung hat das denn? Das Gänseblümchen, das hilft sehr gut gegen Husten. Es enthält nämlich Schleimstoffe und Saponine und das sind sekundäre Pflanzenwirkstoffe, die sehr gut bei Bronchitis helfen. Aber dann muss ich das ein bisschen anders zubereiten, oder? Genau, also das klassische Teekraut würde man zubereiten, also das Sammeln der frischen Pflanzen und das Abtrocknen wäre notwendig und dann eben einen Teeaufguss zubereiten aus Gänseblümchenkraut. Ja, Wahnsinn, was hier alles so auf unseren Wiesen wächst. Schauen Sie beim nächsten Spaziergang einfach mal selbst, was am Wegesrand alles so wächst und bedenkenlos gegessen werden kann. Kräutersammeln spart Geld, nimmt nur etwas Zeit in Anspruch. Und wenn Sie ein bisschen wenig Zeit haben, kann es sein, dass Sie geblitzt werden, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind. Und das kann unter Umständen viel Geld kosten. Daher meine Empfehlung, nehmen Sie sich die Zeit und fahren so wie vorgeschrieben. Unter anderem sollten Sie morgen in Chemnitz auf der Zschopauer Straße aufpassen. Aber auch an vielen anderen Stellen müssen Sie jederzeit mit Geschwindigkeitskontrollen rechnen. Und wir rechnen jetzt fest mit dem Blick in die Polizeiakten. Christine Ittershagen, bitte. Leibsdorf, Spiegel gegen Spiegel. An einer Engstelle der Hauptstraße S236 kam es am 10. Mai 14.45 Uhr beim Begegnen eines Pkw Dacia und einem Pkw Seat zur jeweiligen Spiegelberührung, wobei Sachschaden von jeweils etwa 300 Euro an den Autos entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Dacia-Fahrer stellt sich dennoch einem Arzt vor, zur Blutentnahme. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Für den deutschen Staatsangehörigen folgten die Sicherstellungen seines Führerscheins sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Olbernhau, mutmaßliche Einbrecher gestellt. Am Dienstag, den 10. Mai, 10.20 Uhr bis 12.15 Uhr, ertappte ein Hausbesitzer, 35, einen mutmaßlichen Einbrecher, 46, in einem Einfamilienhaus in der Straße an der Natschung und konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 35-Jährige hatte bei Renovierungsarbeiten Geräusche aus einem Nebenraum gehört und war ihnen nachgegangen. Dabei bemerkte er einen unbekannten Mann, sprach ihn an und hinderte den mutmaßlichen Einbrecher bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten daran, das Haus zu verlassen. Im Rucksack des Ertappten fanden die Beamten mehrere tausend Euro Bargeld, das der Tatverdächtige im Haus gefunden und eingesteckt hatte, und nahmen ihn vorläufig fest. Wie sich herausstellte, war der 46-jährige Tatverdächtige über die Haustür in die Innenräume gelangt, hatte die Räume durchsucht und anschließend das Bargeld entwendet. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen konnte der 46-jährige tschechische Staatsbürger das Polizeirevier verlassen. Die Ermittlungen zum Wohnungseinbruchsdiebstahl gegen den 46-Jährigen dauern indes an. In diesen Tagen zeigt sich der Frühling ja eher von seiner sommerlichen Seite. Und dabei müsste es normalerweise viel kälter sein, mit Nachtfrost in weiten Teilen. Denn die Eisheiligen melden sich um diese Zeit. Und dabei meine ich aber nicht Langnese, Mövenpick oder Schöller. Nein, es gibt noch andere. Erik Bauer weiß, was es mit den Eisheiligen auf sich hat. Wenn im Mai die Sonne warm und friedlich scheint und wir auf den Pflanzen und Gräsern, zu unserer Überraschung, doch die letzten Überbleibsel des Winters sehen, dann ist es wieder soweit. Die Eisheiligen haben uns besucht. Jedes Jahr an bis zu 5 Tagen legt sich der letzte Frost bis zum Anbruch des nächsten Winters auf die Erde.
Grund für dieses Phänomen, welches Landwirten gerne Schwierigkeiten bereitet, ist kalte Polarluft, die warme Luftströmungen des Festlands verschiebt. Bei sternklarem Himmel kann es dabei zu Temperaturen bis zu 0 Grad Celsius kommen. Namensgebend für die Eisheiligen sind die Namenstage von 5 christlichen Heiligen. Mamertus, der Erste, war der Erzbischof von Wien im Jahr 461 nach Christus. Bekannt wurde er, als er die Bittprozession an den 3 Tagen vor Christi Himmelfahrt einführte. Mamertus gilt als der Schutzpatron der Hirten und Feuerwehr und wird bei Dürre und Fieber angerufen. Servatius, welcher namensgebend für den 13. Mai ist, war ein Bischof im belgischen Tongern, der in seiner Amtszeit den Einfall der Hunnen 450 nach Christus vorhersagte. Pankratius, Bonifatius und Sophia, welche am 12., 14. und 15. Mai verehrt werden, gelten als christliche Märtyrer im damaligen Römischen Reich. Während der Zeit der Christenverfolgung bekannten sich die drei öffentlich zum christlichen Glauben und wurden dafür als Heilige verehrt. Frei nach der Bauernregel, vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost, empfiehlt es sich für Gärtner und Landwirte, besonders im Zeitraum der Eisheiligen wachsam zu sein. Beim Auftreten von Spätfrost kann es zu schweren Schäden an Ernten und Blumen kommen. Wir wünschen dennoch eine erfolgreiche Ernte und viel Spaß bei der Gartenarbeit. Die Eisheiligen sind in diesem Jahr eher Heißheilige. Tobias Körner im Glück auf TV Wetterstudio. Und du hast mir heute noch etwas von zwei anderen Damen gesagt. Welche Rolle spielen die denn beim Wetter? Hallo Thorsten, hallo liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie hier im Regionalwetterstudio. Kalendarisch betrachtet sollten gerade die Eisheiligen, und das sind Mamertus, Bonifatius, Servatius, Pankratius und die kalte Sophie, ihr Unwesen treiben. Stattdessen beeinflussen Xaverine und Jannika unser Wetter. Die beiden sind Tiefdruckkomplexe, die feuchte Luftmassen zu uns führen. Deshalb haben sich auch heute so viele Wolken am Himmel rumgetrieben. Allerdings ist der nötige Niederschlag ausgeblieben. Heute Abend und in der Nacht ist der Himmel über unserem Sendegebiet wolkig mit kleineren Lücken für die Sterne und den zunehmenden Mond. Regnen wird es auch in den Nachtstunden nicht. Das Niederschlagsrisiko trägt die Null. Die Temperaturen, liebe Zuschauer, die verharren im zweistelligen Bereich. In Olbernhau-Niederneuschönberg werden Werte von 10 bis 13 Grad erwartet. In Marienberg am Goldkindstein übernachtet das Quecksilber bei 10 bis 12 Grad und in der Motorradstadt Schopau-Wiesenstraße gibt es mit 10 bis 14 Grad die Höchstwerte hier bei uns im Sendegebiet. Der Wind legt sich auch zur Ruhe, denn er weht nur schwach mit um die 5 Kilometer pro Stunde aus Süden. Morgen am Freitag geht es schon mit einem leicht bewölkten Himmel los. Gegen Mittag gesellen sich noch mehr Wolken dazu. Man spricht dann von einem wolkigen Himmel. Am Nachmittag lockert die Wolkenformation wieder auf. Leicht bewölkt ist der Abend und klar geht es dann in die Nacht hinein. Die Zahlen zum Freitag. Es gibt bis zu 6 Sonnenstunden bei 0 Regen. Und die Temperaturen, liebe Zuschauer, die sehen wie folgt aus. Im Kurzseifen am Fuße des Schwartenbergs gibt es zwischen 9 und 19 Grad. In Schönbrunn am Ambrosgut schiebt sich das Quecksilber auf 10 bis 19 Grad. Und in Waldkirchen unten am Bahnhof werden Werte von 11 bis 20 Grad erwartet. Der Wind ist der Spielverderber, denn er bläst uns in kräftigen Böen mit bis zu 44 Kilometer pro Stunde aus westlicher Richtung um die Nasen und lässt damit die Temperaturen wesentlich kühler erscheinen. Ja, und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das Wochenende, beginnend logischerweise mit dem Samstag. Die gute Nachricht vorab. Es wird wieder wärmer, allerdings bleibt der nötige Regen auch weiter aus. Nun, der Samstag bietet einen leicht bewölkten Himmel mit viel Sonne. Dabei geht es mit den Temperaturen schon auf 8 bis 21 Grad und der Wind weht dann nur leicht aus Westen. Am Sonntag setzt sich der Aufwärtstrend auch weiter fort. Leicht bewölkt ist das Firmament, die Sonne kitzelt das Quecksilber auf 7 bis 22 Grad und der Wind weht dann leicht aus Nordosten. Die gute Frage wäre dann noch, ob der Montag hier dann mithalten kann. Tja, und das zu beantworten, deshalb beleuchten wir das dann morgen hier an dieser Stelle beim weiteren Ausblick, was da noch kommt.
Also, das war's für heute hier vom Regionalwetter. Ihnen einen behaglichen Abend und eine geruhsame Nacht. Zurück zu dir, Thorsten. Vielen Dank, Tobias, für die Wetteraussichten. Liebe Zuschauer, wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Das war der Donnerstag bei Regional. Haben Sie heute nicht rechtzeitig einschalten können, dann ist das kein Problem. Werfen Sie einfach einen Blick in unsere Mediathek im Internet unter den Adressen www.mef-lein.de oder www.glückauf.tv. Dort finden Sie unsere Beiträge und Sendungen rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen, wünsche noch einen schönen Abend, später dann eine angenehme Nacht. Machen Sie es gut.